Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes zusammen mit Let's Grody. Hallo. Schauen wir mal, was wir haben. Ich wollte zufällig Zeit ins Gespräch haben, aber im Rinsen nach der Ermordung des Körpers das Gesetz am liebsten in die eigene Hand nehmen würden. Ihr Befehlshaber mahnt jedoch zur Ruhe. Ach ja, wir müssen uns verkleiden. Wo haben wir hier so einen Typen? Aber als was? Aus irgendeiner Frau. Nice affordable clothes. Was, ernsthaft? Ja. Stimmt, Die hier Diener erwarten erwarten eine eine osmanische osmanische Frau. Frau mit dem Tuch, das ich dir gegeben habe. Das Tuch haben wir. Jetzt haben wir uns ja gesnackt. Das hier, oder? Seidentuch. Ich dachte, das Ja, wäre. Ich der dachte, das Rasen wär. drauf. Junge, jetzt sieht mir eher aus wie so ein fucking Bandit, Digga. Ja, das wird noch schlimmer. Let's pick something that suits you. Okay, osmanische Frau. Osmanen. Nein, nein, nein. Ja, denn Osman. Was, Osmanin? Okay, krass. Hätte ich jetzt so spontan nicht gesagt. Ja, gut. Ja, dann haben wir schon. Brauchen wir da eigentlich eine andere Frisur? Wahrscheinlich einen Hut, oder? Wie eine Mütze da. Die unten links. Osmanisches Kopftuch. Ja, Kopftuch, Mütze ist dasselbe. A good choice. A good choice indeed. Ja, okay, wir haben jetzt Don't mehr miss out erwartet on my irgendwie. unique clothes. Ja, egal. Wo bleiben die Kommentare von John? Ist das John da hinten auf dem Wagen? Nee. Er ist einfach nur ein Obdachloser. Ich warte auf dich im Morgengrauen in unserem Haus. Benutze den Eingang, wenn es hier keiner von dir verwandert. Hätte man auch dazu schreiben können. Ja, boah. Muss doch irgendwo stehen. Pressebrief, wichtiges Treffen. Ich hoffe, dass Sherlock seine Stimme verstellt. Safe. So wie wir ihn kennen halt. Morgen gerade in unserem Haus benutzt der Eingang, wie sich keine Ahnung befindet. Die Diener erwarten eine osmanische Frau mit dem Tuch, das sie gegeben haben, um chillen. Ja, Brudi, wo wohnst du denn? Ach, den Punkt kann ich ja mal wegmachen. Jetzt wird man so ist wahrscheinlich nichts sehen, ne? Oder müssen wir das noch herausfinden, wo der wohnt? Ich glaube, wir müssen das noch herausfinden. Wähl mal den Hinweis, nicht den, das Adlersymbol. Also das Seidentuch mit Adlersymbol, das wo du dort drauf bist. Haben die das schon? Befragt dazu mal Leute. Das ist ja das, was wir anhaben. Ja, aber befragt dazu mal Leute. Wegen dem Adlersymbol halt. Ah. Help me, please. No, I don't know about that. But would you like some tea? Die sind alle geil auf sich. Ich weiß nicht mehr, wo waren wir denn überhaupt? Da oben bei der Brücke, ne? Beim Aussichtsturm da. Er weiß Could was. you help me? Sorry, I don't know the answer. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you okay, asking ist das about what and dressed as what? Okay, wie wir aussehen. Haben wir einen anderen Hinweis? Also, das ist vielleicht falsch. Ist John. haben wir noch Adlersymbol an sich? Nee.
Oh. Hey, Bro. The police find the murderer. Nee, ich bräuchte jemanden, der was darüber weiß. What's happened? Are you able to help me? I'm so sorry, I can't be of help. Das ist wahrscheinlich wieder ein von den Idioten hier. Nein, der reicht mit Schwissen. Can you satisfy my curiosity? I'm sorry. Ach so, warte, das ist der Brief von dir. Das ist nicht der Hinweis. Das verdammte Adler-Symbol. Danach müssen wir die Leute befragen. Aber wo haben wir beim Turm alle Hinweise? Officer, but I don't know. Ja. Ja. Okay. Haben wir bei der Kaserne alle Hinweise? Ja. Also wenn es grün umrandet ist, haben wir alles. Ja. Sehr gut. Dann sollten wir eigentlich einen Hinweis haben. Ja, wir wissen bloß irgendwie bei einem Haus mit einem Adler. Lass mich doch durch! Also, wir könnten halt, wenn wir den Adler-Symbol halt als Hinweis hätten, könnten wir die Leute da gut fragen. Und würden dann gesagt kriegen. I'm afraid to provoke you, so I'll say nothing. Aber die haben auch einen anderen Hinweis. Und das Adler-Symbol an sich. Also, das haben wir nicht. Vielleicht müssen wir erstmal was mit dem blutigen Treffen machen. Obwohl, nee, das ist ja auch nichts mehr befragt. Goddammit! Wir haben ja diesen Pin noch und ein Auge. Also wir können noch irgendwas untersuchen anscheinend. Aber wir haben ja alle Hinweise. Boah, in welche Richtung ist der denn weg? Wurde der nicht verletzt? Vielleicht haben wir eine Spur. Also der ist auf jeden Fall über das Seil hier. Lol. Hey John. Heißt, hier muss irgendwo was sein. John lügt uns nicht an. Jetzt ist dann das andere Seite. Und schon ist er wieder weg, der John. Und da ist er wieder. Schön. Aha, da ist noch irgendwas. Da ist nur ein bisschen Blut. Der schaut gerade so schlecht gemacht aus. Ja. Das ist einfach. Der hat sich aber gut abgerollt. That was a rough landing. So, definitiv durchdacht. Und jetzt? Wir müssen ja das Blut hier irgendwie weiterverfolgen können. The fuck? Was zur Hölle ist das? Wow. Amazing, right? Disturbing is more like it. Why the fuck ist das ein Fall? Keine Ahnung. Was geht's denn hier? Ich stieß auf einen sonderbaren Holzpfahl, in dem unzählige Messer stecken. Er scheint für die Einheimischen eine besondere kulturelle Bedeutung zu haben. Vielleicht schnappe ich ja etwas auf dem Markt in der Altstadt auf. Der Messerpfahl befindet sich unweit der Kaserne, ob er wohl ein Gesprächszimmer oder Soldaten. Nee, das mache ich jetzt nicht. Nein! Nee, Liebesgrüße. Da. Irgendwas muss hier aber noch sein. Ey, ich meine, der ist fett am Bluten. Ja, vielleicht hat er eine Spur hinterlassen. Das sieht nicht so aus. Einfach eine Musik, also nicht. Das ist. So ein Wegding haben wir wieder nicht, oder? Wegbeschreibung. Halt schon. Why the fuck ist da einfach eine Polizeikutsche? Ja, wo zum Fick sind wir hier? Oh, lass ihn runterstoßen. Geh nochmal zu dem Messerpfahl. Da gibt's noch was. Da sind die Knie gebrochen. Egal, wir gehen gerade zu einem Messerpfahl, das ist egal. Ey, guck, der ist ein Polizeiwagen. Ja, den habe ich vorher gerade gemeint, warum der da liegt. Ach so. Sieht fast so aus wie in der Köln.
Beim Messerpfahl gibt's noch was. Sieht ja aus wie Blut. Das Messer. Aha, a curved knife covered in fresh blood. There we go. I doubt that this eagle is purely ornamental. Careful, Sherry. Locals aren't too happy with what you're doing. I'd better leave the knife here. Now is a bad time to ruffle any feathers. That's sacred. Das funktioniert? Ja. Stop that. Ja, ja. Jetzt mal von random Leuten Fotos machen, ob die es interessiert. Oh, wait. Go away from it. Scheint die nicht zu jucken. Okay. Aber jetzt haben wir das Adler-Symbol. Das jetzt können wir weitermachen. Ich habe von der anderen Seite das Bild gemacht. Was soll das? Vor allem, ich finde es auch schön, dass man die gekrümmte Klinge sieht. Ja. Was? Jetzt können wir die Leute befragen. Ab ins Arbeiter-Outfit. Hä? Du warst doch mal cool. Vielleicht weil es unser Freund hier war. I hope the police find the murderer. Oh. Nee, sieht nicht so. Wo ist John? Wir haben Sorgen. Da ist er. Oh, who is it? Are you able to help me? It's so hot today that I can't think of anything. Ja. Dumme Schnolle, Alter. Is this familiar to you? That's a good question, friend. But like all good questions, I don't have an answer. Vielleicht müssen wir woanders Leute fragen, nicht die hier stehen, sondern einfach randoms. John. John weiß sicher was. Do you know anything about this? I am sorry to disappoint you, but I don't know about that. Irgendjemand wird was wissen. Us, Sherry. You sure you know what you're doing? Nauze, John. Könnten wir denn fragen? Vielleicht eine osmanische Frau. Die kennt man daran, weil die genauso gekleidet sind wie du später. Ja. Hier deckt man halt. Ich zeig zu viel Haut. Ja, also, ich hab hier mal Pia-Gitarre. Let me help. Scheiße! Hä? Genau er war. Vor allem wieder die Gitarre hält, Alter. Ah, die osmanische Bevölkerung kennt dieses Adler-Symbol. Es handelt sich wohl um das Wappentier des Hauses Hasan. Also wir müssen anfangen, dass wir die Leute analysieren, bevor wir die befragen. Wir hätten einfach nur den Osmanen befragen müssen. Das Familienwesen befindet sich auf der Westseite des Altstadtmarkts. Des Altstadtmarkts? Du weißt, was wir noch am Altstadtmarkt machen können. Den anderen Fall, den Messerpfahl. Da ist die Eagle Street. Glaubst du, die ist da? Also glaubst du, das ist da in der Eagle Street? Das heißt doch westlich, oder? Dann wäre das hier. Das ist ja enttäuschend. Warum ist das nicht in der Eagle Street? Das wäre schon funny gewesen. Wie kreativ wäre das? Ja, mein Gott. Jetzt komm, mach den Messerpfahl. Auf dem Markt müssen wir heute fahren. Das ist Nacht. Ich weiß nicht, ob wir wirklich bei Nacht da reingehen müssen. Another knife in the pit. Da haben wir sie schon. Hallo! Wie sind die Zahlen schon da? Also, red zurück weiter! Was haben die einzelnen Messer im Fall zu bedeuten? Balkraum gesegelt. Nee. Warte? Ja. Nee. Alte Tradition. Ja. Reale Eroberungsfeldzüge, nein. Eingesperrt, nein. Familien okay, wir haben alte Tradition. Ja, fangt wieder an. Another knife in the... War es nicht eingesperrt? Blutrache, ja. Ich hab schon wieder vergessen, was es wäre.
Bei Gjakmarja oder Blutrache handelt es sich um eine Tradition, die sich in der osmanischen Herrschaftszeit von Albanien ausgehend verbreitete und auch auf der Insel Cortona etablierte. Viele Einheimische halten diese Tradition für barbarisch, jedoch nicht alle, wovon der Messerpfahl, jedoch nicht alle, wovon der Messerpfahl zeugt, der unheilvoll in den Himmel ragt. Das ist einfach die Purge. Ich denke sehr nah, wo wir ein Gesprächsthema unter Soldaten ja. ist. Dann müssen wir wohl in die Kaserne. Nee, okay, jetzt machen wir erstmal den Fall fertig. Wir kommen eh wieder in die Kaserne. Also, wir kommen da wahrscheinlich eh wieder hin. Safe. Also ziehe ich um. Ich bin immer noch der Meinung, dass das schlecht aussieht. Oder falsch aussieht. Sieht für mich nicht nach Osman aus. Schade, dass wir jetzt schon nichts weiteres haben. Ja, das ist wirklich schade. Erkennst dich unsere guten, breiten Schultern. So, kein Adler über dem Eingang. Ist das der falsche? Gehen Sie weiter. Ja, mach ich eh. Da ist kein Adler. Sie sehen doch fast gleich aus. Ach, John. My love, oh, I'm so. Who are you? Where's Mark? Answer me or I'll call for help. You will do no such thing, Jalen. We both know it. How do you know my name? And why are you wearing this scarf? What has happened? A flood of questions, but I only have one answer. Mark Ridley is dead. No. This cannot be. You're lying. Tell me you're lying. Keep your voice down, miss. I don't have time for a lady's hysterics. Mark has been murdered, and I believe that the murderer is part of this house. Isn't intelligent. No. It was a secret. We were meeting. We were... How could anyone find out? The truth always comes out one way or another, but enough of this. Tell me, have you seen anything suspicious here? No, I heard the servants talking about blood near the main entrance, but I didn't think... This is too much for me. I can't... Why did you have to be so mean to her? I wasn't mean. Now is not the time for pity. Is that you or your reptilian brain talking? Ach, John. Schön, heute im Dienst darüber reden, dass sich nur am Haupteingang Blut befindet. Heißt, wir dürfen jetzt wieder raus und das Blut suchen. Oder ist das hier drin? Junge, wo kommst du denn her? Er wohnt hier. Da. Da. So wirklich nahe. A bloody trail. Let's see where it leads. Dass man sich zu über Blut freuen kann. Voilà. Ist die wir nicht betreten sollten. Aber egal. All soaked in blood. A pile of fresh clothes. How convenient. Well, a fresh shirt is as good a lead as any. So, think you can identify the killer on the first try? Do you doubt me? Schön mit John anstachelt. Wie sehe den Mörder beim ersten Versuch? LOL! Als ob. Ja, let's go. Wie denn vor allem? Ja, wir sind Sherlock Holmes. Wir sind Sherlock fucking Holmes und haben John dabei. Wie sollen wir das nicht schaffen? Das kann ja nur jemand sein, der hier drin ist. Der hat ein blutgetränktes Hemd, einen Korb mit Zauberwäsche. Der muss frische Kleidung angezogen haben. Heißt, wir müssen jemanden suchen, der frische Kleidung hat. Hm. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich sage, das war's mit der Folge. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei Let's Go mir vorbei, schaut bei Twitch-Kanal vorbei. Morgen 17 Uhr geht's weiter.